Hallo und willkommen zurück zu Die Siedler 2. Wir sind hier im Kampf an der Front. Wir werden angegriffen und müssen das hier verteidigen. Wir brauchen hier mehr Soldaten, deswegen werde ich jetzt mal ausstellen oder einstellen, dass hier vorne ins Hauptquartier keine Waffen mehr eingelagert werden, sondern auch kein Bier, sondern alles hier runter ins Lagerhaus, damit wir die Soldaten direkt an der Front haben. Und ich werde im Hauptquartier ausstellen, dass da ein Soldat noch drin ist. Dann haben wir den noch frei. Ah, ich denke mal hier, das werden wir vielleicht nicht mehr so ganz überstehen da. Oder die Wachstube wird das vielleicht nicht überleben. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt zwar gute Soldaten, aber die werden vielleicht noch drauf gehen. Müssen wir mal gucken. Ich gehe nochmal schnell zum Steinbruch, breche den ab und dann gehen wir auch schon wieder rüber. Das mache ich schon mal auf. Ja, das werden wir nicht überleben da an der Stelle. Der ist vielleicht leider auch schon hin, der Soldat, der Offizier hier. Und dann reißen wir es ab, bevor sich der Gegner das Gebäude schnappen kann. Aber dann werden die sich gleich hier auf die Wachstube konzentrieren. Also, wird schwierig. Wird schwierig. Machen wir es mal vielleicht noch so, dass wir hier noch, naja, geht kein Gebäude mehr hin, kein militärisches. Hier denn vielleicht? Ey, das muss schon dann da sein, wo das alte war. Kohlebergwerk hier errichtet. Das ist ja direkt daneben, genau. Das hier müssen wir gleich sofort wieder errichten. Machen wir eine Baracke erstmal hin. So. Schlosserei brauchen wir gerade auch nicht. Oben können wir dann nochmal eine Baracke errichten. Den Weg hier runter. Das haut soweit ganz gut hin. Und hier werden wir die Wege mal ein bisschen umändern. Das sieht mir reichlich unproduktiv aus hier. Und da wollen wir hier zum Turm runter. So, hier dahin. Und von da wollen wir dahin und von da wollen wir dahin. Von da nach da. So. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht für Entlastung sorgen können, indem wir selber angreifen. Können wir gerade nicht, da kommt nämlich schon ein Angriff. Ah, es ist Kohle weg, weg. Vielleicht gleich auch weg. Na. Aber hier müssen wir mal einen Kampf ausfechten. Vielleicht greifen die auch hier die Wachstube an. Ja, es scheint so zu sein. Die greifen jetzt hier die schwächste Stelle an. Wir brauchen unbedingt mehr Soldaten an der Front. Das heißt, ich muss hier vermutlich mal irgendwo was rollen. Aber eigentlich müssten die von selbst sehen, dass wir die Soldaten da, wo sie gerade sind, unbedingt brauchen. Hier ist auch wieder Front. Brauchen wir sie wieder. Und schon der Gegner. Also mal gucken, dass wir hier, eigentlich bräuchten wir hier noch Soldaten. Und vor allem bräuchten wir hier mal einen Geologen, zwei Geologen, drei Geologen und einen Kundschafter. Und das können wir ausbauen, aber das ist hier nicht unbedingt sinnvoll. Hier schon das Portal. Können wir die noch ausbauen? Können wir nicht. Okay. Werden wir angegriffen? Das müssen wir uns mal angucken. Ja, die Gegner, die werden nicht müde, uns hier wirklich zu traktieren. Bleiben wir mal dabei. Gucken wir mal zu, wie hier ein paar Soldaten dezimiert werden. Ich hoffe auf beiden Seiten. Gebäude abreißen wird hier wahrscheinlich wieder nur die Option sein, die wir hier ziehen können. Na, das werden wir wieder mal nicht schaffen. Das ist ärgerlich. Wir brauchen unbedingt stärkere Soldaten hier. Ja. Da werden wir auch das Kohlebergwerk verlieren. Mal gucken. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Verstärkung. Da ist ein Soldat, der noch in die Wachstube geht, ein zweiter. Sehr gut. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Sollen sich erstmal erholen. Drück die Daumen, dass es hinhaut. Dass wir da
heil davon kommen. Zumindest diesmal noch. Na, ein Soldat weniger wieder. Da geht noch einer in die Wachstube rein. Gucken, wie viele da drin sind. Jetzt gerade keiner mehr drin. Ein Gebiet verloren, das muss ich mir gleich angucken. Das ist garantiert durch ein Gebäude des eines Gegners. Ah. Der letzte Soldat kämpft gerade noch. Oh, und der ist gleich hin. Und... Ah. Keine Unterstützung in Sicht. Na, einen hat er besiegt wieder. Aber das sind noch drei. Das wird er nicht mehr schaffen. Das wird er nicht mehr schaffen. Jetzt hat er aber auch noch keinen Punkt wieder regeneriert, also, muss jetzt drei Treffer landen, ohne einen zu kassieren. Naja, mindestens drei. Ich denke mal, den wird er jetzt nicht mehr schaffen. Ich kann halt nicht weggehen. Jetzt ist er hin. Schade. Das bauen wir mal direkt aus. So. Gebiet verloren. Ja, das war hier hinten. Das war klar. Eisen haben wir hier gefunden. Sehr gut. Und hier haben wir Granit. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und der hat hier Kohle gefunden. Na toll. Münzprägerei, die zweite läuft. Goldbergwerk Nummer 1. Hatte ich nicht noch ein zweites angeschlossen? Achso, Moment, das wurde jetzt hier durch die Gebietserweiterung nicht fertiggestellt. Okay. Wie sieht's aus mit der Nahrungsproduktion? Hier wird ja da keins mehr eingelagert. Das haben wir da und da und da. Wir haben hier oben noch Gebiet erobert. Wir haben einen Steinbruch, der jetzt weg kann. Dann errichten wir hier nämlich noch unsere Eselzucht. Schicken hier dann gleich auch noch Geologen hin. Die Fahne reißen wir gleich ab, wenn der Baumstamm oder wenn das Blatt da weg ist. Dann kommt hier jetzt unsere Eselzucht hin. So. Verbinden wir das Ganze miteinander und warum könnte man sogar noch einen Bauernhof errichten. Das machen wir dann auch mal eben noch. Der Bauernhof bei der Eselzucht direkt ihre eigene Getreideversorgung. Und hier vorne können wir auch noch einen Brunnen hinsetzen, weil da sonst kein Feld mehr hinpasst. Und hier schicken wir mal noch zwei Geologen hin. Und hier einen Kundschafter. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen Moment lang Ruhe vor den Gegnern. Aber hier wird es auf jeden Fall schon mal wieder kritisch. Hier oben bräuchten wir vielleicht auch noch ein Gebäude, militärisches. Das sollten wir vielleicht noch ausbauen. Ja, dann ist es hier oben schon schwierig mit dem, Bauernhof. Aber die müssen wir hier auf jeden Fall ausbauen und da fehlt auch noch ein Soldat in der Baracke. Jetzt haben wir auch schon wieder angegriffen, ist doch nicht wahr. Das reiße ich gleich ab. Da habe ich gerade nicht gesehen, dass die Soldaten da vor Ort waren. Jetzt nicht geschafft. Okay, so, dann müssen wir es gleich wieder neu bauen. An der gleichen Stelle, wenn das überhaupt noch geht, weil der Gegner jetzt Gebiet gewonnen hat, vermutlich. So ist es wohl. Ah, das war jetzt ein bisschen doof. Das war jetzt ein Schnellschuss von mir. Ziehen wir jetzt so rum, den Weg. So, wir müssen unbedingt jetzt hier produzieren. Produzieren, produzieren, produzieren. Schnell produzieren vor allem. Sinnvoll. Nahrungsmittel brauchen wir und wir brauchen Waffen. Und wir brauchen vor allem Eisen und Kohle. Wir brauchen ganz viele Waffen. Die Schmiede läuft, die Eisenschmelze läuft. Dann haben wir Kohle und Eisen hatten wir doch noch hier hinten irgendwo. Da haben wir ein Eisenbergwerk. Na, wo können wir denn noch Waffen produzieren? Hier wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Hier noch eine Eisenschmelze hin.
Ah, die kriegen wir jetzt hier nicht angeschlossen. Machen wir das mal so und... Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. An der Stelle bringt das überhaupt nichts. Wir haben jetzt zwar ein Eisenbergwerk, aber es bringt irgendwie nicht viel. Es muss schon irgendwie konzentriert sein. Beieinander alles. Naja, brauchen wir es trotzdem dahin, weil wir keine Alternative haben. Ja. Schließen wir hier noch ein Eisenbergwerk an. Bauen hier unsere Schmelze hin. Ja, Bäckerei soll es auch nicht sein. Immer eine Schmelze, eine Eisenschmelze. Und dann kommt hier oben die Schmiede hin. Und wir werden wieder angegriffen. Ja, die haben es jetzt drauf. Wir haben da einen Obergefreiten, der könnte das noch... Oh, da oben haben wir genau einen Offizier. Oha. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das könnten wir sogar mal schaffen. Das hätten wir sogar ziemlich sicher schaffen. Da ist auch noch ein Soldat drin und da oben der Offizier verteidigt mit. Hier haben wir noch Kohle. Sieht doch nicht schlecht aus. So, und ich gehe mal eben ins Hauptlager, guck mal nach Sensen. Da haben wir keine mehr. Deswegen geht jetzt auch hier gleich die Schlosserei in Betrieb und stellt Sensen her. Goldbergwerk wurde errichtet. Ja, das haben wir hier verteidigt. Auch wenn da oben der Kampf noch läuft. Der Offizier hat noch 2 Lebenspunkte. Die muss er erstmal regenerieren. Da ist ein Bauernhof im Bau beim Gegner. Na gut. So, also hier dann Eisenschmelze, Eisenbergwerk und Schmiede im Bau. Da brauchen wir noch ein Kohlebergwerk. Und das errichten wir dann hier oben. Verbinden wir dann auch so miteinander und dann die Straße wieder durch. Und hier schicken wir den hin. Und den. Und hier nochmal den. Goldbergwerk ist fertig geworden. Sehr schön. Dann haben wir auch 2 Münzprägereien, die bald hier bauen, arbeiten können. Ja, Gold haben die genug. Denen fehlt noch Kohle. Dann schließen wir auch das Kohlebergwerk noch mit an. So, direkt. Okay. Gucken wir mal, was hier unser Getreidevorrat sagt. Der sagt, dass da nicht zu viel im Lager ist. Das ist gut. Lebensmittel haben wir hier aber keine mehr. Wir können ja hier leider auch keine Fische fangen. Das war eigentlich immer ein gutes Zubrot. Haut hier diesmal nicht hin. Okay, die Baracke ist dann noch im Bau. Denen fehlt da noch was. Ein Brett. Bretter haben wir im Hauptlager. Noch 12. Ja, vielleicht müssen wir jetzt wirklich mal hier noch eine weitere Produktion irgendwo einrichten. Hier oben wäre vielleicht nicht der schlechteste Punkt dafür. Ja, sollen wir mal gucken. Eselzucht wird gebaut, Baracke wird erweitert. Bauernhof ist fertig und die haben ja auch gleich keinen Arbeiter. Oh, da ist ein Soldat unterwegs. Will vermutlich hier zu der Baracke und die angreifen. Die beiden wollen da vermutlich hin. Oh, die 4 wollen da, die 5 wollen da hin. Da kommt auch schon ein Offizier. Oh, der hat nur 2 Punkte. Wieso hat denn der nur 2 Punkte? Oh nein, oh nein, oh nein. Der Baracke wird noch gebaut. Das ist nicht gut. Ich ziehe jetzt mal von Hand hier ein paar Soldaten ab. Auch hier ziehe ich jetzt Soldaten ab, weil die das wohl nicht auf die Reihe kriegen, sich von selbst zu verteilen. Das ist wieder nicht so gut. Muss ich hier schon wieder einen Abriss in Kauf nehmen oder schon wieder einplanen? Offizier, nur 1 Punkt. Das ist teuer, wenn der gleich hin ist. Ja, immerhin hat er einen Gegner schon mal besiegt. Da ist noch einer tot. Und ja, okay, das scheint mir ja doch noch so halbwegs. Na, da ist noch kein Soldat drin. Und einer schon mal weniger.
Aber da ist noch einer. Sie hat noch zwei Punkte. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin, Wachstube zu verteidigen? Wo sind denn jetzt? Wo geht denn der Soldat hin? Und wer kommt da jetzt zur... Oben ist noch einer. Okay, das war immerhin ein langer Weg. Und da besteht noch die Möglichkeit, dass man da noch in der Zwischenzeit Unterstützung bekommt. Na, mal gucken. Dass da was wird. Ein Gefreiter, der kann noch einen langen Kampf führen. Hat den Gegner sogar besiegt. Aber wenn die Soldaten da mal schnell genug sind, oder der eine, der da noch kommt. Da ist noch ein weiterer auf dem Weg in die Wachstube. Da wird ja, ist der Abbruch erstmal abgewendet, aber da ist noch ein, stehen noch zwei Kämpfe aus. Die Soldaten, die kämpfen noch. Und der ist auch nicht mehr ganz so frisch. Der wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so, ja. Drückt die Daumen, drückt die Daumen. Das muss was werden. Und wir brauchen noch mehr Unterstützung. Noch mehr Soldaten an die Front. Das müssen wir doch hinkriegen. Das müssen wir doch hinkriegen. Okay. Einen haben wir schon mal besiegt. Das ist noch ein harter Kampf hier. Oh, den haben wir schon mal verloren. Dann gibt es da noch einen Kampf. Der kommt da raus. Und der hat auch nur noch einen Lebenspunkt. Dann haben wir da noch drin keinen mehr. Das muss was werden, oder? Das Gebäude ist weg. Nein, das Gebäude ist weg. Das reiße ich lieber ab, bevor das weggeht. Bevor das in feines Hand fällt. Oh Mann, dann müssen wir es vielleicht wieder neu bauen. Weil die nämlich auch garantiert hier ja weiterhin angreifen werden. Oh Mann, 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 oh Mann. Wie sieht's jetzt aus mit Sensen? Haben wir da welche? Oh, 5 Stück. Das müssen wir mal so gut abstellen. Schlosserei muss aus, damit wir hier Waffen herstellen. Die brauchen wir alle hier in diesem Lagerhaus. Müssen wir die alle ausbilden, die Soldaten. Keine Rohstoffe gefunden, ein Kohlebergwerk, dann kommt das weg. So, Wachstube, okay. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Soldaten. Hier haben wir noch ein Kohlebergwerk, das errichten wir an der Stelle. Und dann will ich auch mal ein bisschen was an Nahrungsmitteln im Lager sehen, die wir dann überhaben. Hier wieder Gebiet verloren durch den Gegner. Da haben wir einiges an Soldaten. Hier können wir nicht angreifen, weil das Gebirge hier im Weg ist. Hier errichten wir mal noch eine neue Baracke. Und da könnten wir mit einem Soldaten angreifen. Das ist natürlich Quatsch. Die Wachstube ist noch gar nicht fertig. Na denn. Wir müssen hier bald mal vorankommen. Das hier könnten wir schon mal ausbauen, bringt aber, ja doch, machen wir auf jeden Fall mal. Das können wir noch nicht ausbauen. Wir brauchen mehr Waffen. Die Schmiede, die ist jetzt nicht wirklich in Betrieb, da fehlt Eisen oder zumindest Stahl. Hier wird auch noch nichts produziert, weil wir weder Eisen noch Kohle haben. Naja. Und im Hauptquartier, beziehungsweise hier vorne, da fehlt uns Kohle. Wie immer. Und hier fehlt uns auch Kohle, wie immer. Die, wie immer, woanders hingeht. Aber vielleicht machen wir mal so, dass die Kohle als erstes produziert wird, oder transportiert wird. Die drei Waren zuerst. Ja, damit die auf jeden Fall immer genug Material haben. Damit es da zu keinem Engpass mehr kommt. Na gut. Hier oben haben wir noch ein leerstehendes Gebäude. Die Wachstube hier hat immerhin einen Soldaten an Bord. Eselzucht ist fertig. Ja, die ist fertig. Da fehlt Getreide und Wasser. Der Brunnen
ist aber schon mal fertig. Gebiet verloren durch, na, durch Gebäudeerweiterung oder durch den Bau von einer Wachstube. Da greifen wir mal an. Da sind wir jetzt mal so frech. Versuchen wir unser Glück. Wir können ja nicht immer nur verteidigen. Wir müssen auch mal angreifen. Mit 4 Mann. Naja, denn. Auf gut Glück. Besten wäre es natürlich, wenn man jetzt auch noch einen Parallelangriff führen könnte. Aber so viele Soldaten haben wir dann nicht, dass wir das hinkriegen könnten. Naja, wir versuchen es. Geben wir unser Bestes. Aber wenn wir hier durch könnten, dann können wir vielleicht das Portal einnehmen. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier eine, selbst wenn wir jetzt hier das erweitern könnten, würden wir mit einer Festung hier das nicht mehr erreichen. Hier können wir auch keine Festung bauen. Oh, das ist randvoll mit Soldaten, aber hier können wir nicht angreifen. Ist nicht so gut. Die Wachstube können wir nicht erweitern. Wollen wir hin, hier in diesem Goldbergwerk. Bergwerk wird jetzt gearbeitet und ich sollte vielleicht auch mal die Nahrungsmittel noch mal oben stellen. Vielleicht sogar nach den Waffen. Muss ich so machen, genau. Okay, dann hoffe ich, dass es da mal schneller geht. Zum Transport. Ah ja, genau, wir greifen ja hier an. Gucken wir uns das mal an. Das wäre natürlich schön, wenn wir hier mal das gewinnen könnten. Statt nur zu verlieren. Obergefreiten haben wir da mal. Zwei Obergefreite im Einsatz. Oh, guck mal, die bauen das zu einem Wachturm aus. Naja. Die könnten wir die auf jeden Fall empfindlich treffen. Mit einem Eisenbergwerk und einem Kohlebergwerk. Eine Mühle und eventuell die Eselzucht, die würde nicht verloren gehen. Naja. Da bin ich aber noch nicht von überzeugt, dass wir das auch abschließend gewinnen hier. Na, naja, gucken wir mal. Vielleicht kommen ja hier bald mal neue Soldaten rein. Hier haben wir schon mal. Schilde fehlen noch. Ah, da ist ein Schild sogar. Da kommt gleich ein Soldat. Aha. Hervorragend. Eisenschmelzen hat gerade was produziert. Und die Schmiede, die hat auch was produziert. Ja, der Schild wird wahrscheinlich von da kommen. Und der Soldat, der da jetzt rauskommt, der geht hier oben irgendwo rein. Ja, und guck mal an. Tatsache. Wir haben da was erobert. Das ist doch mal schön. Zur Abwechslung mal was erobert zu haben. Jo. Das war auf jeden Fall mal bitter nötig. Und vielleicht kriegen wir auch... Ah nee, da will ich noch nicht angreifen. 1 von 4, 4 von 4, das ist mir noch zu riskant. Ja, der grüne Gegner, der ist hier ganz schön aggressiv. Der ist hier expandieren noch und nöcher. So, mal gucken, dass wir hier gen Norden weiterkommen und wahrscheinlich irgendwo hier oben rum müssen dann, um ihn dann zu konfrontieren mit uns, mit unserer Präsenz. So, das hier funktioniert eben nicht mehr. Wenn ich das abreiße, kann ich dann da was hinbauen? Nein, da geht nichts hin. Wir brauchen hier noch ein Gebäude. Militärisches. Hier würde es auf jeden Fall nicht hingehen wegen der Wachstube. Können wir leider auch nicht mehr ausbauen. Also müssen wir von oben rum wiederkommen. Das sind hier die Gebirge, die hier im Weg sind. Naja. So, und ich hoffe, wir haben mit unserem Angriff den Gegner wirklich geschwächt. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, das haut jetzt erstmal so weit hin. Wir haben uns das erstmal ein bisschen stabilisiert, hoffe ich. Wachstube haben wir noch besetzt. Ah, sehr schön. Da hat es endlich einen weiteren Soldaten gegeben. Dann können wir hier oben schon mal eine Baracke errichten. Quer durch den Wald. Und hier oben 1, 2, 3 Geologen und 2 Kundschafter. Und dann machen wir an der Stelle auch wieder eine Pause. Und Kohle. Kohle, sehr gut. Und hier oben dann Eisen. Machen wir an der Stelle eine Pause und
errichten die Bergwerke. Na, Moment mal. Das reißen wir nochmal eben ab. Bauen das so und das so. Und dann hoffe ich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!